Frau Schkinett, und zwar mit einem speziellen Gag. Begrüßen Sie mit einem rasenden Applaus. Wir bringen jetzt im Auftrag des Roten Kreuzes die Blutspendertänze. Herr Kapellmeister. Warum gibt's im Himmel kein heiligen Wein? Warum steckt der Petrus nicht an? Ja, weil er kein Stammel hat, der Petrus. Was hat er nicht? Ja, Stammel hat er keine. Das kann man doch mal nicht erzählen, dass der Petrus... Was nutzt er verbuschen, wenn er kein Stauernhof auch gar nicht aussteckt? Na, echt, war echt. Hallo, was ist denn gleich, du? Gusch, Gusch, wir zwei streiten, gell? Ja, außerdem mag ich ganz andere Nummern. Du, ohne Stauern kann nicht einmal der Petrus ausstecken. Du, Hansl, mir hat heute Abend, es gibt kein Weiterl mehr. Was dann? Ja, nur mehr krachen und sie fallen. Das ist ja allgemein Tonnen. Du, wo nehm ich dich da mal rauschen her? Du nimmst dein Schnabelhebel, dann kannst du in meine Kohle. Verlader Durst, dann vergeh ich schon. Kleinst lauter, du. Ich hab ein Sichter wie ein Schwasser. Den Wein schon kennt das kleine Mur. Ich sag mal vor, kein voller Wasser. Am Wein drin und am Main Ruhr. Ich weiß meinen Obertropfen. Du Lange, kennst du den Unterschied zwischen einer Astronauten-Ehefrau und einer normalen? Na, was ist da für einer? Hä? Schau ganz einfach. Die Astronauten-Ehefrau, die schaut immer auf, aber mal runterkommt, gell? Ja, die normale? Ja, die schaut immer oben, aber mal runterkommt, gell? Ja! Hast du eigentlich schon mal mit meiner Frau geschlafen? Das musst du mal machen, der ist besser wie deine. Da ist so eine Runde eingetroffen. Hol es einmal her. Schau, du weißt doch immer eines, hast du Kajak in der Flugbahn, bis du 6 Minuten Trut haben, gell? Schau! Ja, da, warte,
Jedenfalls bedanken wir uns auf das Allerherzlichste und warten auf die nächste Runde. Wieder ein kleiner Trinkspruch drauf, an der Augenbläue erkennt man die Frauentreue. Also willst du eine treue Frau, dann schlag ihr beide Augen blau. Prost! Laura, warum hast du denn du da eigentlich ein Schnierl um, ha? Es ist ja ganz einfach, gell? Siehst du, jetzt geht's mir nicht mehr so gut, gell? Jetzt geht's mir nicht mehr so gut, dann red mal nicht mehr, gell? Nicht mehr, Toni! Nein! Schau, das ist, wenn beim Senowart seiner Leib die Witwe vom Steger fragt, ob sie Mörder vom Salker schon gefunden haben, gell? Das hat der Bruder auch gesagt. Der Kreisky? War der wohl? Nein. Ja. Was macht er jetzt? Ja, er hat schon Heirigen aufgemacht. Aha. Ja, zum roten Hirn. So. Und wer serviert denn? Die Firmenberg. Oh. Der ist nämlich 14 Tage schon vorher ohne BH umeinander gerannt. Ohne BH? Ja. Damit sie bei Ladenschluss dann noch gespanntes Gesicht hat. Weißt du, warum die Burmianer bei der letzten Wahl alle rot geworden haben? Na, warum? Was glaubst du, haben sie gleich mit Kaira Kinder behüpft? Nein, aber schau, du weißt, die Wappen treffen. Ja, klar, die Wappen treffen. Schau, weißt du, warum es in Amerika keine Wirtschaftskrise mehr gibt? Na, warum nicht? Hä? Weil die Roten alle im Reservat leben, gell? Ja, das ist ja furchtbar. Nein, das ist ja... Doch, eine kleine Quizfrage. Eine Quizfrage. Ha, bist du bereit? Bereit? Ja, gut. Was ist das Schönste an einer Banane? Weiß ich nicht. Da muss ich einen anderen Affen fragen, gell? Nachdem du ein kompletter Hirsch bist und nichts weißt, noch eine zweite Frage. Kennst du den Unterschied zwischen deiner Alte und einem Kamel? Sogar wie ein Unterschied sein. Mal muss das ein Schiebstruder sein. Jetzt muss ich dich auch was fragen. Natürlich. Ja, was würdest du machen, wenn du den Tod auf 1 Million Stellen kriegst? Oh, weiß ich, was ich mache? Na was? Ich würde es unter den Armen verteilen. Ganz ein Tag. Mein Gott, das herzliche Glück. Ja, kriege ich keinen Applaus, nicht? Hörst du? Applaus, Applaus, unser Tag. Ja, siehst du. Kriegst du alle was ab. Dankeschön. 500.000 hätte ich unter dem linken Arm und 500.000 unter dem rechten Arm. Oh. Ja, ganz im Ernst. Na, was würdest du machen mit dem Lotto? 1 Million Schilling. Ja, da weiß ich, was ich mache. Ich kaufe mir dann ein künstliches Nieren, eine neue Leber und den Rest verkaufe ich dann. Ja.